Da sind wir wieder zurück in unserem kleinen, schnuckligen Vergnügungspark, der noch wirklich wachsen soll. Das Letzte, was wir getan haben, ist, wir haben diese wunderbare Achterbahn gebaut, haben dort auch ein Szenario hingestellt, das wir jetzt komplett wieder zugebaut haben, mit irgendwelchen Stützen von dem Achterbahnfahrgeschäft hier, aber naja. Müssen wir mit leben? Jetzt kommt die Kanone gleich. Nee, war schon zu spät. Und wir haben nämlich hier auch eine Monster verbunden. Da kommt es schon. Und das ist gar nicht so schlecht. Was ich nämlich ganz gerne mache, wenn ich eine Achterbahn baue. Das machen wir jetzt auch nochmal eben. Auslöser bearbeiten. Und zwar den ersten. Der kommt doch eher hier hin. Dass ich hergehe und eine Fahrt mache. Ups, nicht mit dem, mit dem anderen. Ach, Leute. Geht nur bei einem Wagen. Das will ich jetzt mit euch zusammen machen. Eine kleine Achterbahnfahrt. Ansonsten schauen wir mal kurz, was hier los ist. Und zwar mit der Wartung. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr beschränkt aus. Wartung, über eine Million. Ja, herzlichen Dank auch. Hier kommen ja auch mal eine Wartung. Ja, dann hauen wir es jetzt raus. Aber im Moment laufen die Geschäfte auch wirklich gut, muss man sagen. Schade, dass die Verlässlichkeit hier auf viel auf durchschnittlich ist. Hier ist sie auf hoch. Das ist viel wert. Weil wir vernähen nicht nur viel, wenn wir den Techniker holen, rufen, an Geld, sondern auch, dass das Geschäft echt eine lange Zeit braucht, um wieder ans Laufen zu kommen. So, jetzt würde ich doch ganz gerne unsere Achterbahnfahrt machen. Genau. Er hat ja eine coole Frisur hier. Ja, die Achterbahn ist für Kids geeignet, deshalb sehen wir die hier auch schon. Und die war niemals voll. Jetzt will ich gucken, wo das Monster kommt. Und? Oh! Auslöser könnten wir noch 2 Meter nach hinten legen. Ja, hier geht's steil nach oben. Jetzt freut ihr euch oder haltet ihr euch den Mund zu? Wenn die sich den Mund zu halten, ist das immer ein Zeichen dafür, dass eigentlich zu steil abgeht. Geht schon gut nach oben, oder? Hier? Ja, freut euch schon. Gleich kommt was. Jetzt geht's um die Kurve, damit sie noch ein bisschen... Und? Jetzt kommt der Moment. Das ist gut. Das ist gut angekommen. Jetzt geht's durch das Schiff. Im Moment verpasselt. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Mir gefällt's. Die würde ich auf jeden Fall in einem Freizeitpark selber fahren. Was sagen die Leute? Die Schlange sagt, das kannst du machen. Boah, die geht ja bis hier fast hin. Großrund, ja gut, da habe ich mir direkt den richtigen rausgesucht. Bester Tag. Wo kann ich was zu trinken kaufen? Trinken ist immer noch ein Problem hier. Riesenspaß. Und sie ist auch in Erbrochenes getreten. Es gibt kein Geldautomaten. Und Getränke hätte sie auch. Looney Tunes ist klasse. Mehr Fahrgeschäfte. Das sind alles Sachen, die wir eh auf der Liste haben. Ja, die freuen sich und... Das bringt auch richtig schön gut Geld hier. Hier
Wäre fast gut, wenn wir drei Wagen wählen könnten. Können wir aber nicht. Wie sieht es denn hier mit unserem Getränkestand aus? Kommt der gut an? Ja, der ist ja noch nicht so lange da. Vielleicht sollten wir mal hier... Wir sind hier auch viele Teenager. Wir werden unseren Park jetzt erweitern. Und was ich fast vergessen hätte, wir haben so viel Geld, wir können jetzt richtig reinhauen in die Forschung. Dann machen wir nochmal Street Coffee. Missy Good kenne ich auch noch nicht. Habe ich, erstmal Fahrgeschäfte. Kohlentransport nehmen wir. Familienfahrgeschäft, magische Momente nehmen wir. Ladenmarke, Nervenkitzel, ein verrückter Klassiker, nehmen wir auch. Wir forschen jetzt alles durch und dann machen wir auch, wir können uns das leisten. Geht das nicht hier höher? Doch nicht in, willst du mich veräppeln? Doch nicht in Einserschritten. Ist das jetzt besser geworden? Ist die Zeit um die Hälfte runtergegangen? Mehr oder weniger, ne? Ja, das ist schon richtig. Damit wir nicht so lange brauchen. Jetzt verlieren wir natürlich gut Geld, aber das holen die anderen Sachen hier rein. So, Projekt Numero Uno. Wir machen das jetzt hier ganz entspannt mit dem Bankautomat. Da braucht man nicht extra... Oder ich habe eine Idee. Vielleicht kriegen wir das hin. Bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht kriegen wir das hin. Bei Bauplänen, Szenerie, Baupläne. Und zwar, weil dann legen wir uns da. Oh. Guck mal, und wir haben es selber gebaut. Aber naja, gut. Unser ist schöner. Unser wird noch schöner. Das mache ich ja später noch in den Details. Was ich suche ist. Ein Eingang. Wo könnten wir den Eingang finden? Ich meine, die Eingänge sind auch hier. Ich vergesse das immer, weil ein Eingang baut man ja nur einmal. Achterbahnstation? Nee. Das macht man nur einmal im Spiel und ich verbassel immer, wo das ist. Ach, meine Güte. Wartezeiten sind lang. Ja, wir brauchen auch was Neues. Die Zeit. Parkbewertung haben wir ein bisschen was dazu gekriegt. Leute, gib mir noch 30 Sekunden. Wenn ich es da nicht finde. Ich kann uns auch noch was runterladen. Das machen wir gleich. Gebäude. Sind die 30 Sekunden schon um? Ich beeil mich schon. Ich finde das noch. Dann, was wir machen werden, ist hier schon mal ein Geldautomat hinsetzen. Und zwar werden wir den Geldautomaten, hier können wir glaube ich noch ein Gebäude hinstellen. Und ich probiere mal was. Ich zeige euch mal, wie das geht. Jetzt machen wir es uns ganz einfach.
Und zwar sind wir hier, Planet Coaster, Piraten suchen wir. Und guck mal, was wir hier alles schon Schönes angeboten bekommen. Gebäude, Piraten, das passt hier, das passt zum Beispiel wunderbar. Wir können auch später selber Gebäude bauen, aber wir machen es uns jetzt mal hier, guck mal, komplett schon vorgegeben. Was soll das sein? Piratenfans. Ja, Tropical gibt es gar nichts. Das laden wir uns einfach mal zum Spaß runter. Das sieht ja irre aus. Schade, wir müssen das Spiel neu starten. Dann mache ich das gleich. Also einfach ist es nicht, hier was zu kriegen. Dann müssen wir gleich das Spiel neu starten. Da hole ich dann aber was. Oder das haben wir dann da drin. Dann machen wir, um mal jetzt Zeit zu sparen, nehmen wir ein Standardgebäude. Karibisches Haus groß. Können wir das hier einsetzen? Oder sind wir schon. Nee, das ist dann auch zu groß. Also das hätte ich auch ein bisschen anders geplant. Hier sind wir schon in dem Außenbereich drin. Ah, jetzt sehen wir endlich auch mal die Linie. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Nee, das geht alles nicht. Müssen wir tatsächlich wieder hier so ein. Das können wir ja gleich immer noch umsetzen. Aber ich würde hier ganz gerne tatsächlich doch. Ist jetzt zwar ein bisschen bescheuert, dass wir zwei gegenüberliegende gleiche Gebäude haben, aber es geht jetzt auch einfach nicht anders. Können wir ja gleich immer noch umgestalten. Das mache ich auch. Hier baue ich dann irgendwie noch was dran oder. Ich nehme den oberen Teil einfach ab. Dann sieht es ein bisschen anders aus. So, dann machen wir mal ein einstöckiges Gebäude daraus. So schnell wird getrickst hier mit dem Architekten. Pflanzen sind aber schön. Das schön gemacht hier. Oder die werden wir dann. Nach unten verschieben. So kommt es dann direkt raus, damit wir. Ganz nett. Das ist doch nett. Wird das echt das Mini-Mini-Mini-Haus hier? Die Pflanzen brauchen wir schon nicht mehr. Und das ganze Gerüst kann eigentlich auch weg. Die Leiter steht dann auch komplett falsch. Das können wir noch verwenden. Stellen wir dahin. Dann werden wir. Das Dach. Mal gucken, ob er das frisst, wenn ich das komplett anwähle. Nee. Abwählen. Ach so. Jetzt alles angewählt. Das auch. Das ist immer wichtig. Das ist blöd, wenn man sonst alles anwählt. Und Steuerung. Jetzt muss man vorsichtig sein. Ah,
Das habe ich ja auch, das hatte ich auch noch nicht, dass er uns hier eine Vorwahl gibt. Zum hier dran. Jetzt machen wir mal eins. Eins. Jetzt nehmen wir den. Und setzen den auch um. Da kommen die Blümchen hin. Und jetzt werden wir nämlich hier ganz charmant einfach ein Geldautomat dran basteln. Das geht und das wird auch super angenommen von den Leuten. Geldautomat. Angepasst natürlich. Da ist er. Frisst er jetzt nicht wegen der Tür, ne? Dann tun wir den mal hier hin. Ist auch blöd. Kann ich die ganze hier an den Rand tun? Kann ich nur in die Mitte tun. Wer hat hier die magnetische... Wisst ihr was? Ich tue den jetzt daran. Bevor ich jetzt mich hier zu lange aufhalte mit den Sachen, machen wir das nämlich so. Dann haben wir hier hinten ein Fenster gehabt. Das versetzen wir auch, damit es ein bisschen besser ausschaut. Hier tun wir das. Und den Busch, den rücken wir ein bisschen weiter rüber. Jetzt noch hier. Jetzt mache ich es mir ganz einfach. So einfach wollte ich es mir nicht machen. Dann kommt der. Mal fertig. Und jetzt verschiebe ich das Ganze. Zack. Jetzt haben die lieben Leute hier nämlich auch einen Geldautomat. Da können sie jetzt Geld holen. So, jetzt werde ich leicht perfektionistisch. Das tut mir sehr leid. Weil ich hätte den gerne. Die Stelle sieht mir hier noch zu leer aus. Guck mal, da haben wir schon den ersten, der Geld zieht. Zieht Geld und gibt es aus. So. Fertig. Haben wir hier unser kleines Häuschen gemacht. Ihr könnt mir später, ach, da ist die Begrenzungslinie. Ja, später noch ein Weg, aber das ist jetzt erstmal in Ordnung. Das ist erstmal cool. Hier müssen wir auch noch ganz, ganz viel machen. Das gefällt mir noch gar nicht. Das ist hier so eine halbe Arbeit, dass hier einfach eine Kanone selber schießt. Was wir zuerst schon mal machen werden, ist ein bisschen Sand an. Ja auch ein bisschen wie ein Strand aussieht. Ja, das ist ganz nett, ne? So. Kleine Sandsenkhöhle. Das ist die Begrenzung. Da können wir nimmer viel machen. Hier könnten wir Felsen hinmachen. Hier so. Wartet. Schön, ne? Hier kommt der Felsen durch. Dass die Leute denken, wir hätten hier auf Sand gebaut. Ein bisschen noch. Ja. Sehr gut. Vielleicht auch sogar noch. Das Spiel ist so schön, das hat so viele schöne Optionen. Fällt mir echt gut. So. Dann können wir, wenn es dunkel wird, können wir den See noch ein bisschen von unten beleuchten vielleicht. Jetzt werde ich zu perfektionistisch, die Leute schimpfen.
Ihr stimmt wahrscheinlich auch. Wir brauchen Geldautomat, haben wir gemacht. Nächste Priorität war, was zu trinken für die Leute. Das machen wir auch. Wir machen jetzt erstmal, ich glaube, wir verbinden das erstmal hier und bauen hier eine neue Attraktion gleich hin. Dann machen wir hier nämlich eine Wildwasserbahn hin, später, hier. Da habe ich auch schon ganz, ganz tolle Ideen. Und hier machen wir jetzt erstmal ein anderes Fahrgeschäft hin. Wie sieht es mit unseren Forschungen aus? Wartezeit ist lang, ja, wir brauchen was Neues. Parkverwaltung, magische Momente. Wir werden jetzt erstmal den Weg weiterbauen. So nicht. So, ein 6er war das, ne? 6 Meter Weg, genau. Ja. Dann nehmen wir nämlich da hinten auch gleich die Szenerie mit. Ich baue den jetzt einfach mal durch. Mal gucken. Und hier hatten wir schon einen großen Weg. Das war der 8 Meter Weg. Können die Leute wenigstens jetzt schon einen Rundlauf machen. Sonst peilen die das nämlich nicht. Also die gehen, die sind ganz... Jetzt kommen nämlich teilweise Leute auch hier lang. Die gehen dann direkt zur Achterbahn. Und da wir ihn so angenehm wie möglich gestalten wollen, jetzt bauen wir hier was hin. Und zwar... Oh, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt, wie lange wir spielen. Was ich mal ganz gerne mache, ich nehme ganz gerne Standardsachen und passe die dann an. Da habe ich nur Wildwest-Sachen selber gebaut oder gebaut und teilweise runtergeladen. Jetzt haben wir gebäudemäßig, haben wir kaum was. Es wird jetzt auch zu lange dauern. Das dauert fast, also ich habe schon Gebäude gebaut, aber das dauert fast dann eine komplette Folge, wenn wir, tun wir doch mal ein großes karibisches Haus hin. Es dauert fast eine komplette Folge, wenn wir hier so ein Haus selber designen und dann geht es auch mit mir rund, dass ich dann überall jedes kleine Plätzchen richtig positionieren will. Jetzt gucken wir uns das Haus mal an. Großes karibisches Haus nehmen wir. Wo ist denn hier vorne und hinten? Das sieht man irgendwie gar nicht so genau, oder? Was würdet ihr sagen? Ich glaube, wir sollten das so hier hinstellen. So, da will ich nämlich zwei Ladengeschäfte reinbauen. Haben wir das gut positioniert? So, ne? What? Uns geht immer mächtig die Kohle hier aus. Das ist, weil wir die Forschung so hoch getrieben haben. Naja, 4 Millionen gehen alleine schon für die Forschung weg. Aber ist zum Glück jetzt gleich zu Ende. Dass wir wieder Geld kriegen. Ja, ist gerade, oder? Ja, kann man machen. So, und das müssen wir nämlich jetzt auch umgestalten hier. Was haben wir denn gekriegt? Magic Well. Kann man verwenden, denke ich. Kickflip. Gucken wir mal, wenn wir jetzt hier zu viel von diesem gleichen haben. Ist auch nicht so toll. Jetzt müssen wir dieses schöne, wunderschöne... Ja, das haben wir ja gesehen. Jetzt müssen wir dieses wunderschöne Haus auseinanderpflücken. Weil man sich so viel Mühe gemacht hat. Aber das machen wir. So, hier mache ich jetzt einen Bereich. Dann tun wir die Deko hinstellen. Vielleicht können wir hier sogar einen Wassereffekt machen.
bei dem Brunnen. Die kleine Vase noch. Zum Glück ist das kein echter Park, die würde nicht lange halten. Wer hat den denn so in den Boden reingestampft? Gefällt uns das? Wir können hier nochmal so ein Busch oder sowas kopieren. Den wir auch noch dahinter setzen. Damit es nicht ganz so leer aussieht. Ja, vielleicht nicht so da rein. So. Genau. Guck mal, was wir alles wegnehmen müssen. Die Fenster legen wir mal auf den Boden. Und dann gucken wir mal hier. Hier mache ich einen Laden rein. Hoffentlich lässt er mich wegen den Querwänden hier. Das könnte noch zum Problem werden. Ich habe das Haus jetzt auch noch nicht auseinander. Weil ich würde jetzt gerne da einen Laden reinsetzen. Einmal hier und einmal da. Also dass ich quasi zwei Läden hier habe. Damit wir das Haus auch optimal ausnutzen können. Und zwar betteln alle nach Getränken. Haben wir schon Soda? Ja. Dann machen wir noch einen Slush. Sollen wir einen Slush oder einen Energy? Ich glaube, wir machen einen Slush hier rein. Nicht genügend Geld? Skandal. So, Leute. Jetzt gebt mal hier Geld aus. Was sagt ihr denn? Ist die Attraktion zu billig? Höre ich sowas? Dann ziehen wir mal direkt die Preise an. Ja, ich weiß, riesige Schlange. Zu trinken kaufen würde ich gerne. Du musst bloß hinsetzen. Die Leute wollen sich auch hinsetzen. Ja. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Jetzt müssen wir die Forschung wieder. 14 Tage. Wollen wir eine Mille machen? Also 1000. Da kriegen wir da ein bisschen mehr Geld rein. Jetzt hat der sogar noch ein Problem. Ach ja, wenn es dann mal nicht läuft, ne? Dann mal nicht läuft. Ja, müssen wir ein bisschen warten. Guck mal, seht ihr, wenn ein Fahrgeschäft ausfällt, wie viel Kohle das schon direkt kostet. Jetzt ist repariert und jetzt kommen die Leute wieder. Jetzt gibt es auch wieder Geld. So. Das reicht uns jetzt schon, um was reinzubauen. Ein Slush wollten wir, ne? Ein Gulpi. Ach so. Bin mir nicht hundertprozentig, ob das klappt. So. Aber wir gucken einfach mal. Was wir jetzt noch brauchen, ist vom Gebäude angepasst. Eingang. Laden, glaube ich. Unter Laden ist das. Ja. Raue Betonwand, das müsste hier eigentlich... Nee, Stuck ist es auch nicht.
Was ist es denn? Kalkputzwand ist es. Warum macht er mir eigentlich... Ich hab doch hier... Ach. Vielen Dank. Kalkputzwand. Passt doch perfekt, oder? Vertue ich mich jetzt. Noch einen Kredit. Ist das so teuer mit der scheiß Achterbahn oder machen wir jetzt echt miese, weil wir einfach... Was ist hier denn los? Auch kaputt! Ja, da guckst du jetzt, glaube ich, genauso wie ich, ne? So, Techniker, komm mal. Wo ist er denn? Da kommen wir. Hier. Hier, ganz gemütlich. Eben noch eine Stulle essen. Macht ja nichts. Der Chef zahlt. Junge, Junge, Junge. Ja, das ist natürlich, wenn wir nur eine große Attraktion haben und die fällt dann direkt auch aus. Und das ist unsere einzige große Attraktion. Haben wir ein Problem. Wenn das so weiterläuft, ich meine, die Leute kaufen mir schon ein. Das ist jetzt nur Kosmetik gewesen. Was ich immer total süß finde, wie er sich über Kundschaft freut, die Leute. Guck mal, guck mal. Guck mal, jetzt gleich rastet er wieder aus. Ja, tada, tada. Das finde ich, also da finde ich die Animation echt süß. Mehr Spaß kann man nicht bei der Arbeit haben. Kann man den ganzen Tag zugucken. Das ist Motivation bei der Arbeit. Das ist geil. So. Ach, die saßen noch die ganze Zeit da drinne. Ja, Leute, ja, ihr habt jetzt auch... Mir tut mir auch ein bisschen leid. So. Jetzt kriegen wir gleich wieder Kohle. Wollte jetzt auch nicht zu schnell machen oder zu schnell wieder anstellen. Gucken wir doch hier mal. Das bauen wir noch schön und wir können ja schon mal anfangen. Da das hier klappt, wird das hier auch klappen. So. Das ist mal schon mal Fakt. Dann können wir Gebäude bearbeiten. Wir hier das gleiche schon mal machen, bis die Kohle wieder reingekommen ist. Fenster müssen wir dafür auch hier jetzt mal weglegen. Passen. Nee, das passt gar nicht, ne? Hier, ne? Wie gesagt, ich finde das immer so schade, wenn ich die einfach wegwerfe. Kann ja alles wieder verwenden hier. Das werfe ich jetzt aber tatsächlich weg. So. Und der Pott stellen wir jetzt hier dran. Hier könnten wir eigentlich noch fast ein bisschen... Ranken hier. Ach nee, komm. Dann kommt diese Wand weg. Wir hatten gerade ein Parkour. Oh, cool. So schnell geht das hier. Jetzt haben wir auf einmal wieder 1 Million im Canyon Runner. Passt eher zu Wild West. Was haben wir denn hier noch? Holzachterbahn. Klassiker. Festlicher Ausflug. Pressluft mit Schwung. Hm. Kommt nie aus der Mode, klingt ja schon mal gut. Looney Blooms, das erforschen wir mal. Street Fox Coffee. Missy Goat, habe ich auch noch nie gehabt.
Hier können wir jetzt auch mehr machen. Die kosten nur 200.000. Eine Achterbahn zum Beispiel kostet eine Million oder 1.000. Ja, und Schienenfahrzeuggeschäft. So. Hier sind wir, selbst mit den drei Sachen sind wir noch günstiger als mit einem großen, mit einer großen Achterbahn. Fällt mir ein, ich guck mal gerade nach dem Personal, ob hier irgendwas katastrophal ist. Eigentlich geht es. Ich mach die noch ein bisschen glücklicher. Die werden übrigens immer glücklich, wenn man denen eine Forschung, eine Weiterbildung spendiert. Und dann kriegen die natürlich auch ein bisschen mehr Geld, wenn die jetzt keine Azubi mehr sind. Das sieht gut aus mit dem Personal. Durst und Hunger. Vielleicht packen wir gleich nochmal Eis hier hin oder sowas. Aber wir haben ja jetzt wieder Geld. Kümmern wir uns weiterhin um das Haus. Mensch, jetzt haben wir ja echt nicht viel gemacht in der Folge. Aber wir forschen ja. Ach, Laden. Ich vergesse das immer. Laden und dann war es Kalk. Packt ihr auch jedes Mal mal anders hin. Das ist Wien. So. Besser. Wir müssen hier auch noch Werbung machen. Die Leute sehen überhaupt nicht. Hier jetzt eine Ladenmarkise. Was hatten wir denn noch? Gulpi Energy hatten wir nicht, ne? Gulpi Slushy ist hier. Können wir jetzt ein fettes Ding hier oben drauf setzen. Einfach nur so, weil es dann überhaupt total schräg aussieht. Laden. Ach komm, mach mal Ice Cream. Mal gucken, wie es ankommt. Milchshakes hatten wir da drüben. Die Leute brauchen Eis. Leute brauchen Eis. Guck mal, wie sie laufen. Cosmic, ne? Ladenmarkise, Cosmic Cow Eis, Cosmic Cow Eis, Eis hat man hier. Bilde mir ein, wenn die so eine Markise haben, dass es dann besser läuft. Hier, passt mal auf. Sollen wir hier so eine fette Kuh einfach mal dran tackern? Einfach so, weil es total beschissen aussieht. Ich weiß nicht. So ein schönes Haus, ne? Wenn das ja hier so, das so ein bisschen zugewachsen ist. Das geht, glaube ich. Oder wartet, sollen wir so ein Wandschild? So ein, genau, in Neon. Es gab nämlich, glaube ich, auch Wandschilder. Ja, komm. Das sieht doch nicht nach dem Stilbuch aus, oder? Steht der. Ach, bescheuert. Jetzt steht der Milchshakes drauf. Hat so gut gepasst. Neon, Wandschild. Yes, baby. Wo ist denn hier Cosmic Cow Eis brauchen wir? Ice Cream. Ach. Perfekt. War ja mal schon. Bilde mir jetzt ein, das reißt es hier komplett raus. Das bilde ich mir jetzt gerade ein und da glaube ich ganz fest sogar dran. Forschung ist noch nicht wirklich so weit, oder? Was könnten wir? Fahrgeschäfte, was wäre denn außergewöhnlich? Krake wäre so ein bisschen wieder wie das hier. Das ist ähnlich wie das. Was haben wir? Magic World. So Fantasy, ne? Passt jetzt auch nicht wirklich hier rein. Guck mal, die. Ja, wo wollt ihr denn hin? Ich dachte, ihr wolltet zum Eis.
Er will zum Eis. Er will zum Eis. Hier läuft es, hier läuft es. Wir müssen auf die Forschung ein bisschen gucken. Ich würde jetzt gerne was Außergewöhnliches hier basteln. Was haben wir denn noch gekriegt? Ich glaube, wir haben ein Schienenfahrzeug noch gekriegt, ne? So. Das, wenn wir gleich richtig ordentlich Kohle haben. Ich würde gerne den See verbreitern. Ist mir irgendwie eingefallen. Also richtig noch ein dickes Stück. Und dann bauen wir da eine, bauen wir da noch richtig schön, genau wie auf dem Bild hier, ein Boomboat rein. Aber kein Standard-Boomboat, wie sowas hier. Lächerlich für 7 Millionen. Bauen wir was Eigenes. Wie käme das denn an? Spaß, Übelkeit, geht so. Was sagen denn meine Gäste zu dem Park? Das wollen wir uns doch gerade nochmal anschauen. Die Gäste sagen, Marketingkampagne, jetzt könnten wir bald mal drüber nachdenken. Immer noch Durst bei den Teenagern. Übelkeit ist in Ordnung bei den Familien. Toilette ist, ja, könnte ein bisschen besser sein. Teenager haben immer Hunger und Durst, warum auch immer. Und die Erwachsenen, Energie, da könnten wir dann wirklich später mal einen Kaffee machen. Ich habe irgendwie noch nie so eine Kaffeebude gehabt, die was umgesetzt hat. Und wir brauchen hier ein Fahrgeschäft. Und wir brauchen hier Mülltonnen. Weil wir, dann wird auch das hier frequentiert. Und dann haben wir hier so einen richtig schönen Quadratplan. Machen jetzt erstmal. Machen wir hier. Damit die Leute hier sich auch setzen können. Dann machen wir direkt mal so ein. Komplett. Eine Sitzlandschaft. Vielleicht hätten wir hier auch so einen Bogen reinmachen können und so ein Rondell, dass man hier über den See kann und hier noch eine kleine Szenerie. Das kommt alles später. Ich sag mal, das kommt später. Das kommt aber auch wirklich. Also sprich, dass wir sitzen wir einfach, weil das, was ich jetzt hier mache, ist ja auch nicht wirklich toll. Also zumindest, dass uns der Weg hier nicht zugemüllt wird, bis wir hier was Vernünftiges stehen haben. Weil dann geht nämlich extra immer der Putzer hier raus. Und ich will mit Lichtern viel machen. Spezialeffekte, Ambiente. Schneefall, das wäre doch toll. Pyrotechnik. Ja, Pyrotechnik ist auch super. Nenn das Pyrotechnik? Das ist, oder hier sowas? Feuer? Mittleres Feuer? Auch nicht schlecht, ne? Oder hier? Macht gleich richtig schön Knall. Bam! Finde ich super. Arbeite ich total gerne mit. Nur mal gucken. Passt irgendwie nicht, ne? Der Brunnen wäre da so ein bisschen wieder wie die ewige Quelle. Nee, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich habe schon eine weitere Idee, was wir machen können. Verrate ich aber dann auch in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr mir zuguckt wieder und dabei seid und kommentiert, was aus dem Park werden soll. Alles klar, dann bis gleich.